Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Henry Braun. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Nach dem überzeugenden 4:0 Heimsieg unseres FSV Frankfurt am vergangenen Mittwoch gegen die TSG Baling steht für unser Team bereits am Samstag das nächste Pflichtspiel an. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft vom neuen alten Cheftrainer Thomas Brendel beim VfR Aalen an. Die Aalener stehen aktuell auf Tabellenplatz 11 und haben einen Zähler mehr auf dem Konto als der FSV. Wer den FSV in Aalen unterstützen möchte, kann sich direkt am Stadion Tickets besorgen. Der FSV Frankfurt hat einen neuen Partner. Zeit für Obst ist ab sofort Team- und NLZ-Partner des FSV und versorgt sowohl die Nachwuchsmannschaften, das Regionalliga-Team und auch die VIP-Kunden an Heimspielen mit frischem Obst. Zuerst sind Versicherungen kompliziert und dann zahlen sie nicht. Ich versichere doch keine Bäume. Wirklich? Einfach, klar, Helvetia. Für die NLZ-Teams des FSV Frankfurt steht am Wochenende der nächste Spieltag an. Die U17 bestreitet in der B-Junioren-Bundesliga das Stadtderby gegen die Eintracht. Anpfiff an der PSD-Bank Arena ist um 11 Uhr. Gegen den gleichen Gegner spielt auch die U16 in der Hessenliga und zwar am Samstag um 17 Uhr am Riederwald. Die U15 spielt ebenfalls am Samstag um 15 Uhr in der Regionalliga beim SVW in Wiesbaden. Die U14 spielt auch das Stadtderby, auch gegen die Eintracht und auch am Samstag um 12 Uhr am Riederwald. Die U13 spielt am Samstag um 13 Uhr ein Freundschaftsspiel bei der JSG Hausberg und die U12 spielt am Sonntag ein Turnier gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und den ersten FC Schweinfurt. Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und möglichst 3 Punkte. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir hören und sehen uns wieder nächsten Freitag ab 18.99 Uhr.